Keine aktuelle Reihe bietet im Moment so krasse, so verrückte und so geniale Actionsequenzen und Kampfszenen wie John Wick. Da kann selbst Tom Cruise noch so oft an Flugzeugen hängen, gegen John Wick stinkt selbst Ethan Hunt ein wenig ab. It hurts, I know. John Wick Kapitel 3 kam 2019 in die Kinos und ließ uns mit einem spannenden Cliffhanger für Teil 4 zurück. Wir wollen in diesem Video aber nicht nur schauen, wie es um die Fortsetzung der Reihe steht, sondern auch gucken, was uns zusätzlich noch alles rund um das John Wick-Universum erwartet. Vorsicht, es wird zu Spoilern kommen, ihr seid hiermit gewarnt worden. Damn! John Wick Kapitel 4. Wusstet ihr, dass John Wick tödlicher ist als Jason Voorhees und Michael Myers zusammen? Jason zählt in seiner Reihe etwa 157 Todesopfer, während Michael nur auf 140 kommt. John Wick allein hat in nur drei Filmen mehr als 300 Menschen getötet, natürlich nur die Bösen. Of course. Und die Zahl wird sich sicherlich noch steigern. Immerhin wird ein vierter Teil kommen und John wird wieder zeigen, was er kann. Yeah. Angesetzt war der Film für den Mai 2021 und stand damit sogar im Konflikt mit Matrix 4, der am gleichen Tag in die Kinos kommen sollte. Aufgrund der aktuellen Lage wird sich aber nun wohl beides ohnehin verschieben. Johns vierter Teil wird aber definitiv kommen. I will be of service. Interessant ist dabei, dass uns Teil 4 nun wohl wirklich mal ein ganz anderes Szenario bieten wird. Eine Änderung hat Regisseur Chad Stahelski schon bestätigt. Während die ersten drei Filme immer direkt auf den Vorgänger aufgebaut haben und nur wenige Minuten nach der Story des vorherigen Films anfingen, wird es in Teil 4 einen größeren Zeitsprung geben. Wir erinnern uns, John hatte die Regeln gebrochen, als er in Teil 2 jemanden im Hotel Continental tötete. What have you done? Damit wurde Jagd auf ihn in Teil 3 gemacht. Die Hohe Kammer verfolgte aber nicht nur John, sondern jeden, der ihm aushalf. Hotelmanager Winston gelang es zwar, wieder Herr des Continentals zu werden, aber nur indem er vorgab, John zu erschießen. Very well, gentlemen. Der überlebte diesen heftigen Sturz und wachte anschließend beim Bowery King auf, der ebenfalls zuvor von der Hohen Kammer angegriffen wurde. You pissed, John. Laut Stahelski soll Kapitel 4 gerade John und dem König der Obdachlosen die Chance geben, sich von ihren Wunden zu erholen. Das lässt sich durch einen Zeitsprung bestens lösen. Nach ein paar Wochen oder Monaten der Erholung könnte der Film so ansetzen, dass John und der König bereit sind, bereit für ihren Kampf gegen die Hohe Kammer. How sweet it is!